treffen Sweetie und Mickey, ein perfektes Paar. Sie sind sehr verliebt, aber sie spielen sich gegenseitig Streiche und lieben es dabei zu lachen. Schaut euch unser neues Video an. Passt auf, was Sweetie bei Mickey machen wird. Gut, mach dich bereit. Sie trägt ihren hellsten Lippenstift auf und küsst ihren Freund mit leuchtend rosanen Lippen auf seinem Gesicht. Fügt noch etwas rosa Farbe auf seine Lippen hinzu. Perfekt! Ein bärtiger Dornröschen wacht auf und geht direkt ins Badezimmer. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, ich kenne einen genialen Zahnpastastreich. Ihr müsst einen kleinen Schnitt in einer Zahnpastatube in der Mitte machen. Glaubt ihr, es reicht? Auf keinen Fall. Was ist mit Sweeties Lieblings-Make-up-Pinsel in Gelee? Wir weichen Gelatine in Wasser ein. Gut vermischen. Dann gießen wir es in einen Zahnbecher. Gebt das Gelee in den Kühlschrank. Und stellt danach den Becher zurück in das Regal. Sweetie will sich schminken. Aber ihre Pinsel sehen aus wie Dekorationen in Gelee. Beruhig dich, entspann dich. Sie macht ihr Make-up dann später und putzt zuerst ihre Zähne. Sie versucht, die Zahnpasta auf ihre Bürste zu drücken und bekommt eine kleine Bonuspaste an ihren Fingern. Es ist alles an ihren Händen. Okay, das bekommst du zurück. Ich werde meine Geheimwaffe benutzen. Eine Heißklebepistole. Mal sehen, ob er sich ohne einen Rasierer rasieren kann. Wir geben Heißkleber auf den Rasierer. Wenn es getrocknet ist, decken wir die andere Seite des Griffs ab. Verteilt den Kleber überall. Gut gemacht. Der gesamte Rasierer ist mit Heißkleber bedeckt. Es sieht so aus, als wäre er in einem Kokon. Was noch? Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns seine Rasiercreme vertauschen. Wir schneiden ein gedrucktes Bild einer Rasierschaumspraydose aus und befestigen es mit doppelseitigem Klebeband an der Schlagsahne. Dann lege ich den Rasierer und die Rasiercreme zurück in das Badezimmer. Mickey will sich rasieren. Er sprüht den Schaum auf seine Hand, legt sie auf sein Gesicht und sieht aus wie ein Kuchen mit Schlagsahne. Er greift nach seinem Rasierer, aber es ist in einem heißen Leimkokon. Tja, so wirst du dich heute kaum rasieren können, aber im Genuss von Schlagsahne kommen. Mickey hat Hunger. Er bittet Sweetie, ihm etwas Leckeres zu kochen. Perfekt! Sie hat nur ihre Hände nach seinem Zahnpastastreich gereinigt. Und sie wird ihm spezielle Sahnetorten geben. Wir füllen Mürbeteigkuchen mit scharfer Chilisauce anstatt Marmelade. Dann umranden wir es mit Zahnpasta. Sie bringt die Törtchen zu ihrem Freund. Er beißt ein Stück ab und... Oh, verdammt! Ist das widerlich! Willst du mich vergiften? Nimm das! Jetzt muss sie ihr Gesicht wieder waschen. Ist euer Freund ständig am Handy und hat kaum Zeit für euch? Legt einfach sein Handy in einen Dessert, um ihm eine Lektion zu erteilen. Wir lösen Gelatine in heißem Wasser auf. Dann müsst ihr blaue Lebensmittelfarbe hinzugeben. Gießt das Gelee in einen quadratischen Behälter und lasst es abkühlen. Wickelt dann das Handy mit Plastikfolie fest und benutzt dazu durchsichtiges Klebeband. Perfekt! Es dringt keine Flüssigkeit nach innen. Jetzt legen wir das Handy auf das dicke Gelee-Kissen und gießt die restliche Gelee-Flüssigkeit bis zum Rand dazu. Stellen wir es wieder in den Gefrierschrank. Nach dem Kühlen geben wir den Behälter für einige Sekunden in heißes Wasser, um das Gelee leicht zu entfernen. Dreht es dann um, um das Gelee auf den Teller zu legen. Es sieht lustig aus, als wenn es Wackelpudding wäre. Ohne sein Handy beginnt Mickey seine Schlüssel zu drehen. Hey, warum hast du sie genommen? Gib sie zurück! Ihr müsst Gelee mit rotem Fruchtgeschmack ins Glas gießen. Taucht dann den Schlüssel ein und gibt das Gelee in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit sieht Mickey nicht gelangweilt aus. Er kann sich immer selbst unterhalten. Zum Beispiel können wir sehen, wie er versucht, eine Yoga-Pose zu machen. Oh Gott, es sieht überhaupt nicht nach einer Pose aus. Dann mache ich besser ein Nickerchen. Sweetie kommt zurück, setzt sich und nimmt ihr Handy. Mickey wird wütend. Er will sein Handy wiederhaben. Er schnappt sich Sweeties Handy und ruft sich selbst an. Er kann seinen Lieblingsklingelton irgendwo in der Küche hören. Er öffnet den Kühlschrank und sieht zwei spezielle Desserts stehen.
Das blaue Gelee mit seinem Handy darin und dem roten mit seinen Schlüsseln. Mickey bringt die Desserts. Er hat keine Ahnung, wie er sein Handy und seine Schlüssel rausholen soll. Komm schon, was ist dein Problem? Nimm einen Löffel und ess das Gelee. Das rote Gelee ist lecker. Ich biete ihm an, sein blaues zu probieren. Er probiert und... ich kann das nicht essen. Es schmeckt nach gar nichts. Es ist wie eine Qualle zu kauen. Mickey hat eine bessere Idee. Er reißt das Gelee heraus und nimmt sein Handy. Endlich! Jetzt kann ich weiterspielen. Männer sind immer hungrig. Ich werde eine spezielle Krautpastete für ihn kochen. Schneidet ein Loch in einen gefüllten Kuchen und verwendet eine Gabel, um die Füllung zu entfernen. Dann befüllen wir ihn mit Algen. Mickey probiert den Kuchen und das war's dann auch. Kohldiät ist offensichtlich nichts für Männer. Na komm, ich werde meinen Kuchen mit dir teilen. Als Paar sollte man doch alles teilen. Sweetie muss ihr Make-up nach dem Essen korrigieren. Aber Mickey scheint an ihrem Make-up was gemacht zu haben. Wir geben Sekundenkleber am Lippenstift und schließen es, damit es nicht mehr aufgeht. Sie will ihren Lippenstift öffnen, aber sie scheitert. Mickey hat Sekundenkleber benutzt. Pass auf, das werde ich dir heimzahlen. Schaut, ihr Make-up ist wieder über den ganzen Tisch verteilt. Diesmal werde ich was an ihrem Puder machen. Mal sehen, wie sie reagiert. Verschließt die Puderbox mit ein paar Kabelbindern. Sweetie öffnet ihre Make-up-Tasche und sieht ihr gefesseltes Puder. Während sie die Kabelbinder entfernt, denkt sie über einen Racheplan nach. Okay, wenn er so gerne mit meinem Make-up experimentiert, werde ich alles in seinen Rucksack hineintun. Wir legen das Make-up in seinen Rucksack. Befüllt die ganzen Taschen damit. Während meine Freundin mit ihrer Kosmetiktasche beschäftigt ist, fülle ich ihre Handtasche mit Toilettenpapier. Wickelt Toilettenpapier ab und stopft es in die Handtasche. Das Paar geht Kaffee trinken. Mickey will bezahlen und öffnet seinen Rucksack. Es scheint, als sei ihr gesamtes Make-up in meiner Tasche. Was ist das? Wie soll ich jetzt so bezahlen? Dein Lieblingslipgloss? Sweetie greift nach ihrer Handtasche und öffnet sie. Wie ein Jongleur entfernt sie nach und nach Toilettenpapier. Wunderbar. Wie sollen wir so für den Kaffee bezahlen? Ganz einfach. Wir müssen Tische reinigen. Ich weiß, Sweetie mag Cornflakes. Ich werde spezielles Müsli für sie machen. Wir brauchen Erbsenflocken, Berberitzen, gesalzene Erdnüsse, Haferflocken und Öl. Ihr müsst Erbsenflocken in eine Schüssel geben und legt die Haferflocken darüber, um sie abzudecken. Ersetzt Rosinen mit Berberitzen und Nüsse mit gesalzenen Erdnüssen. Außerdem sind die Erdnüsse mit einer knusprigen, würzigen Schicht überzogen. Dann geben wir Öl anstelle von Honig hinzu. Bestreut das falsche Müsli mit etwas Zimtpulver, um einen verführerischen Duft hinzuzufügen. Sweetie nimmt die Schüssel. Was für ein leckerer Zimtduft. Es ist genau das, was ich mag. Bis auf den Geschmack. Es schmeckt nicht wie mein Lieblingsmüsli. Was ist da drin? Berberitzen? Erbsenflocken und Öl? Meine Freundin schminkt sich andauernd. So muss ich stundenlang warten. Ich werde ihr spezielle Feuchttücher geben. Gießt Öl in eine Tasse und zieht es mit einer Spritze auf. Gebt dann das Öl in die Tücher und schließt die Verpackung. Ich mache einen schmutzigen Fleck an ihrer Wange und biete ihr ein Feuchttuch an. Eigentlich ist es eher fettig statt nass. Nachdem wir die öligen Tücher beide im Gesicht haben, müssen wir unser Gesicht und unsere Hände wieder waschen. Was kann ein Macho-Mann glücklich machen? Es ist sein Lieblings-T-Shirt. Lasst es uns upgraden. Wir schneiden Papierherzen unterschiedlicher Größe aus und verfolgt die Vorlagen auf rosa Filz. Schneidet es aus. Näht die niedlichen rosa Herzen zum T-Shirt dazu und mit funkelnden Perlen etwas Glanz verleihen. Gut gemacht! Während er schläft, lege ich das dekorierte T-Shirt zurück. Auf dem ersten Blick bemerkt er nichts. Aber die süßen Herzen und funkelnden Perlen sind am Tag gut zu sehen. Oh nein, in diesem mädchenhaften T-Shirt kann er sich kaum blicken lassen. Mickey trifft Sweetie im Park. Pass auf, Sweetie. Wir legen ein Kaugummi anstatt des Ringes in eine Schachtel. Sweetie kommt und Mickey gibt ihr ein Geschenk.
Sie öffnet es, aber da ist kein Ring drin. Sie ist unglücklich. Hey, wo gehst du hin? Du magst doch Kaugummis, oder? Sweetie scheint sehr verärgert zu sein. Mickey versucht es wieder gut zu machen, indem er ihr einen riesigen Teddy schenkt. Keine Tricks dieses Mal. Wie fandet ihr die Paarstreiche? Probiert das auch, aber geht nicht zu weit. Schreibt uns, welchen Streich ihr am meisten mochtet. Vergesst nicht zu abonnieren und einen Kommentar dazulassen. Drückt auf die Glocke, damit ihr kein neues Video verpasst.